Sieht aus, als wenn du Pipi machst. Das wären die krassesten 5 Minuten, die du je hättest. Ich habe ein Tattoo, das ist altgriechisch, auch auf altgriechisch gestochen und das heißt erkenne dich selbst. Mhm. Und in Verbindung mit diesem Tattoo würde ich halt gern mir dieses Auge stechen lassen. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich, als ich kleiner war, schon Tattoos ganz geil fand und eigentlich schon immer eins wollte. Ich tendiere tatsächlich so hier an der Seite, also ich glaube, ich würde es links machen, hätte ich gern so ein Wort. Das heißt Serendipity. Übersetzt heißt das Wort so viel wie mehr Glück als Verstand. Das passt ja. Ja, das passt schon, ja. Ich meine, irgendwie muss er ja bis hierhin durchs Leben gekommen sein. Hallo. Hi. Was macht ihr denn da? Wir brainstormen unser Tattoo sozusagen. Ah, okay, cool. Mit mehr Glück als Verstand. Okay. Ihr wollt das jetzt echt durchziehen? Ja. Also es wird jetzt wirklich. Dieser Gedanke, das ist für immer auf deiner Haut, das ist mir vielleicht gar nicht so bewusst oder so, aber ich finde es halt in dem Moment schön, dann will ich es haben und dann mache ich das auch. Ich habe jetzt schon 1, 2, 3 Tattoos. Wo hast du die denn? Eins habe ich hier, das ist so der Kompass, dann habe ich hier dieses andere. Und darüber kommt jetzt das Auge? Genau, darüber soll auch das Auge kommen, hier oben hin. Hier habe ich noch 3 kleine, die habe ich auch erst seit kurzem, letzte Woche. Ich habe mir mit 18 030 tätowieren lassen. Das ist die Vorwahl von Berlin. Hast du eigentlich Tattoos? Nee. Ich? Nee, ich weiß nicht. Ich hatte irgendwie mal so überlegt, aber es passt irgendwie, glaube ich, nicht zu mir. Ich wüsste einfach auch nicht, was ich irgendwie eine Krawatte. Als ich, ja, die trage ich ja sowieso schon. Nein. Aber Lina, bevor du hier jetzt noch nervöser wirst, würde ich sagen, pack mal's dann. Pack mal's, also ihr. Was machen wir? Ja, falls ihr Lust habt, ich habe so ein paar Orte mal abgecheckt und wir könnten ein paar Fotos machen, falls ihr möchtet. Von uns? Das geht natürlich immer, ne? So, aufpassen, dass wir nicht nur überfahren werden, kurz vor dem großen Tag, ne? Nicht. Oder vielleicht lieber doch. Von diesem Tattoo-Studio ist mir echt die Pumpe gegangen. Ich dachte so, okay, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Du ziehst das jetzt durch, Alina. Hallo. Hi. Ja, wir würden uns gern tätowieren lassen. Beide? Beide. Okay, was soll's denn werden? Nicht so schlimm. Ich hatte mir so ein griechisches Auge vorgestellt, ja. Aber eher was Kleines. Du auch das Auge? Nee. Ich hätte gern ein Wort, und zwar Serendipity. Okay. Und das hätte ich gern hier an der Seite, so unter dem BH. Ich habe tatsächlich aber noch nicht entschieden, welche Schrift. Okay, also das würde ich gerne mit dir zusammen machen. Das können wir gleich zusammen schauen. Cool, dann dürft ihr das mal ausfüllen. Patrick war für mich so ein typischer Tattoo-Artist, so eine coole Socke. Und ich dachte schon von Anfang an so, ja, bei dem sind wir in guten Händen. In den letzten 24 Stunden wurde Alkohol konsumiert. Mittlerweile ist das doch schon safe abgebaut, oder? Ja, es war jetzt auch nicht so viel. Ja, kreuzt sich dann jetzt ja oder nein an? Ja, ich habe auch ja angekreuzt. Okay. Schaut mal, ich habe hier so ein paar verschiedene Schriftarten. Mhm. Ich bin sowieso nicht so ein entscheidungsfreudiger Mensch. Ich kann mich meist im Restaurant nicht mehr entscheiden, ob ich Pizza oder Pasta will und mache da schon einen riesen Bohai draus. Du? Gibt es einen Schriftzug? Also ich gehe jetzt mal nach dem Ausschlussverfahren gerade. Mhm. Das da ist mir zu groß und keine Ahnung. Mhm. Das da finde ich auch nicht schön. Das da ist mir fast zu mädchenschnörkelig, glaube ich. So. Ich finde es schön, dass das so fein ist. Mhm. Aber ich glaube, mir gefällt das fast lieber, weil ich das eine gute Kombi aus so ein bisschen krakelig, aber auch schnörkelig finde. Und plötzlich habe ich mich dafür entschieden, was für immer auf meiner Haut zu haben. Das ist natürlich schon heftig. Ich bin echt fertig. Danke. Du bist echt fertig? Ich bin echt fertig. Ich Sehr bin gut. Fertig. So, irgendwelche Allergien. Letzten 24 Stunden Alkohol getrunken. Sehr gut. Check mal die Ballons, Alter. Alter. Krass. Ja, ihr zieht euch jetzt erstmal nackt aus, ölt euch ein und Papa bereitet die Kamera fertig.
Alex hat dann auch so eine Begeisterung für so alte Sachen. Und ja, hat mich gewundert, dass er noch keine Nähmaschine hier angeschleppt hat oder irgend sowas. Ja, das ist auf jeden Fall Turbo-Wahnsinn, das Teil. Sehen wir die Bilder gleich oder kommt es da raus oder was? Nee, also du siehst, was du fotografierst, ja, aber mehr auch nicht. Hast du da jetzt auch noch einen Film dann so drin und alles? Ja, Logo. Macht ihr auch entsprechend gute Fotos? Ja, ja, die macht pervers krasse Fotos. Mach ich das gut so? Du machst es wunderschön. Ist also ein analoges Foto dauert immer ein bisschen. Das ist auch das Schöne daran. Ich glaube, ich mache parallel dazu auch mal ein paar Bilder. So ein Shooting vom Shooting. Also ich habe gedacht, dass ich mich dahinsetze und ein paar Posen mache und der seine Bilder schießt, aber nein. Hast du schon eins gemacht? Nein. Ah. Heute dürft ihr euch fühlen wie die Topmodels, denn es geht zu einem professionellen Fotoshooting. Das hat einfach gut getan, von einem Profi fotografiert zu werden. Oh nee, da sah ich gerade aus wie ein Dummkopf. Also so im direkten Vergleich gewinnt da ja jetzt schon so ein bisschen die Zukunft. Ich hier mit meinen 250 Bildern. Ne? Nicht so ungut, aber ich glaube, das wird kein gutes Bild. Na, schau mich an, sei schön. Ja, bist du schön, Aaron. Oh. Wirklich, das war ein richtig gutes Bild. Dafür lebe ich. Geile Sau. So, Alex, ich habe mir auch mal ein paar Gedanken gemacht. So, sag an. Ich glaube, ich würde aufs Auto klettern. Ja, und du kannst von da. Ja, geil. Ein bisschen mehr nach rechts noch. Oh, schönes Ding, Alter. Eins, zwei, drei. Fuck, ich habe kein Foto mehr. Diese scheiß 70er-Kameras. May, kannst du mit deinem Handy mal ein Foto von da unten machen, damit ich auch heute noch sehe, wie das aussieht? Das ist natürlich was Ungewohntes für Menschen, die nur die Handyfotografie gewöhnt sind, weil da stellt man sich kurz hin, macht sein Handy für ein Fotogesicht und dann wird halt abgedrückt. Sieht aus, als wenn du Pipi machst. Zwei, drei. Ja, wir werden nie erfahren, ob es was geworden ist. Sagen wir so, irgendwann werden wir es erfahren. Bis dahin habe ich wahrscheinlich auch schon wieder vergessen, dass es dieses Shooting mal gab. Und Alina, aufgeregt jetzt schon? Boah, mir geht so die Pumpe. Ich dachte so, fuck, du machst es gerade wirklich. Es war einfach so surreal, dass ich da jetzt mit Janni stehe und wir uns beide ein Tattoo stechen lassen. Oh Gott, was ist, wenn ich ohnmächtig werde? Du liegst ja dann schon, das ist ja gar kein Problem. So, guck noch mal bitte, ob es wirklich richtig geschrieben ist. Gib mir noch mal mein Handy, Janni, jetzt habe ich selber Angst. Aber. Ich frage immer ein paar Mal. Ja, das ist auch besser so. Ja, das ist wirklich besser so. Ist es dir schon mal passiert, dass du einen Rechtschreibfehler tätowiert hast oder so? Ist schon passiert. In dem Fall war es das falsche Datum, was ich nicht wissen konnte. Ach so. Ne? Und dann ist es halt, Schatz, ich habe mir unser Hochzeitstag tätowieren lassen. Oh, ich glaube, das hätte eine 1 sein sollen. No way. Okay, ready to rumble. Das passiert wirklich? Das wären die krassesten 5 Minuten, die du je hättest. So, das war's. Ich bin mega happy. So. Ich habe mich dann im Spiegel angeguckt und dachte, es sieht richtig geil aus. Genauso wie ich es wollte. Hey, voll geil, wirklich. Danke. Ja, du bist eh nicht aufgeregt. Nee, die stinken aber, ne? Sagen wir ja auch jeden Tag. Mein Tattoo ist ein griechisches Auge und soll quasi den bösen Blick abwenden, heißt es. Und ich wollte das eben in Kombination mit dem Tattoo, das ich eh schon da habe. Ich fange an, ja? Ja. Hattest du eigentlich nie Angst zu verkacken? Doch, habe ich jedes Mal. Echt? Und dann habe ich angefangen zu trinken und dann war es mir egal. Dann zitterst du auch nicht mehr so doll, ne? Genau. Dir ist nicht mehr zu helfen. Wir sind übrigens fertig. Ach so. Mhm. Geilo.
Bist du happy? Ja, mega. Sehr gut. Sehr schön. Okay, perfekt. Oder sollen wir noch was, lass mal noch was dazu machen? Hast du eine Idee? Wir könnten uns stechen lassen, so Aaron. Einmal so über den Bauchnabel. Können wir das aufmalen? Können wir was aufmalen, bitte? Das wäre so lustig. Das machen wir. Aaron stichelt ja immer so ganz gerne mal und erlaubt sich gerne mal Scherze mit uns. Und das war jetzt natürlich das gefundene Fressen. Du machst so Aaron und ich mach Forever und dann stecken wir es so zusammen. Ja. Weißt du, dass es so ein Partner-Tattoo ist? Voll geil. Voll geil. Kinders, wir müssen jetzt hier noch mal ein bisschen die Küche wieder auf ein humanes Level bringen. Boah, hier stinkt schon wieder so schimmelig, Alter. Sollen wir den Müll runterbringen? Hallo, Kinder! What's up? Na? Inked. Are you inked? Ja. Can you show? Da, wir haben uns gedacht, ja, jetzt sind wir schon so lange halt WG-Freundinnen und dann haben wir uns ein Partner-Tattoo stechen lassen. Nee. Seid ihr bereit? Ja, okay. Könnt ihr es lesen? Nein, das habt ihr nicht gemacht. Das ist Kugelschreiber. Das ist Kuli. Lest aber, was da steht. Aaron Forever. Ja, unser Aaron-Prank hat leider nicht so ganz funktioniert, wie es sollte. Ich finde, das Aaron sieht wahnsinnig fresh aus, Alter. Das ist richtig stylisch. Wie so kleine Fangirls. Ich werde mir aber kein Alina und Jani Forever machen. Ihr habt ja wohl noch richtige Tattoos, ja. Oh. Kannst du schon abmachen? Wie riecht denn dieses Zeug, Alter? Das sieht richtig gut aus. Das ist echt nice geworden. Komm, das ist voll fein. Das ist richtig fein. Das sieht richtig cool aus. Abgefahren. Eieieiei. Sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Hast du ja nochmal Serengeti? Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht. Wir sind durchaus hungrig. Voll gut. Grillen. Hätte ich auch Bock drauf. Ja. Wobei halt das Bad auch irgendwie gemacht werden müsste. So. Das Bad hat es natürlich dringend nötig, mal wieder geputzt zu werden. Mal wieder ist gut. Wir hatten es noch nicht geputzt. Ich würde mich zum Kochen melden. Ich tatsächlich auch. Ich bin einfach ein guter Koch. Also ich würde schon grillen wollen eigentlich. Ja, komm, ich mit. Ja, komm. Kein Bock, aber egal. Mein Bock auf Putzen hat niemand. Ich kann Richtung Wanne gehen, beziehungsweise Dusche. Da, wo noch ein Schlüpfer drin liegt. Aber das werde ich einfach so ignorieren, als sei er nicht da. Gleich blitzt hier alles sauber. Das wird lustig und fein. Also das mache ich aber, glaube ich, nicht schon wieder. Das habe ich oft den Joch gemacht. Hey, ich weiß nicht, wem die gehören, aber die liegen hier seit einer Woche. Seit ersten Tag liegen die da. Bah. Ja, das mache ich nicht weg. Da sind ja noch Bremsspuren. Wer will hier gerade kacken? Leute! Es wollte ja keiner mit mir Bad putzen, also übernehme ich das, weil du dich erbarmt hast, mit mir runterzukommen. Männer können auch Klos putzen an der Stelle, aber in dem Fall habe ich es jetzt halt einfach nicht so gesehen. Grazie. Huch. Cheers. Also die Jungs, die stehen da draußen rum und trinken ihr Bier. Ja, ist der Klassiker. Das ist klassisch immer so, es wird irgendwo gegrillt. Der Grill, die Männer stehen um den Grill rum, starren auf den Grill, haben ihr Bier in der Hand und schweigen. Jo, komm mal rein. Nee, Mann, wir müssen hier stehen bleiben, weil der könnte ausgehen, das kann sein. So, Mädels, der Grill läuft. Fein. Hallo. Hallo. Na? Was geht ab? Und zwar ist mir gerade aufgefallen, dass da ja noch ein gewisser Deal des Zimmertausches ansteht. Oh ja, das stimmt, da war doch noch was. Weil es war halt nun mal so, dass wir es am Anfang abgemacht hatten. Die Mädchen hatten uns das Wort gegeben, dass wir die Zimmer tauschen. Ja. Ich hab dir doch letztens gesagt, dass ich Höhenangst habe. Man kann durch die Treppe durchschauen.
Genau. Gerade ja. May fällt da direkt rein. Sollst du auf der Treppe schlafen? Da oben ist ein Zimmer. Nein, was macht die May, wenn die nachts aufs Klo muss? Ich wollte auf jeden Fall vermeiden, dass wir umziehen müssen. Aber dann mit so schlechten Argumenten zu kommen. Mädels, so läuft's halt auch einfach nicht. So funktioniert es nicht. Ihr habt uns ein Wort gegeben, ihr könnt da jetzt nicht einfach raus. Das war ein Deal. Das Leben ist kein Ponyhof. Auch für euch nicht. Das war ein Deal. Ihr möchtet den Deal umstoßen und deswegen müsst ihr euch was einfallen lassen. Und jetzt kommen wir nicht mit einer Runde Bier. Dann steige ich mit dem Föhn in eine Wanne. Ja, bin ich. Eine Runde Bier! Ich sag jetzt einfach mal Worte, die mir einfallen. Frühstück, Abendessen. Okay, ihr dürft euch was zum Essen wünschen, wir kochen euch mit was. Dessert und Vorspeise. Mit Dessert und Vorspeise. Ja, okay, Vorspeise. Aber das ist ein Angebot. Es wäre ein Angebot, wenn ihr auch Sommer macht und wir danach chillen dürft. Ja, also ein ganzes Rundum-Dinner für euch. Unterm Strich, ehrlich gesagt, war es mir jetzt nicht so wichtig, in das Zimmer da unten zu gehen, aber einfach aus Prinzip den Deal anzusprechen und vielleicht was anderes dabei rauszuhauen, ist ja auch eine feine Sache. Dann würde ich sagen, grillen wir jetzt, oder was? Ja. Ja, sehr gut. Guck mal, wie geil das hier aussieht, Leute. Und Leute, wisst ihr, was ich mit den Kartoffeln gemacht habe? Was ist das denn, ey? Also Leute, ob wir für die Kartoffel hier vielleicht heute mit Stattungshaus auch eine schöne Urne hätten finden können. Das war unangebracht. Außerdem habe ich heute gesehen, gibt's krass geile Uhren. Fancy Sachen haben die. Wirklich? Ja, du kannst sogar in eine Fußballurne. Echt? Mhm. Ich gehe safe in eine Bierflasche, Alter. Geil. Auf jeden Fall. Wir sind ja gerade mal bei 25% unserer Lebenszeit, hoffentlich. Ja, und darauf wenn wir so weitermachen, nicht. Ach. Santé, ne? Ashanté. Ich glaube, er wird auch ab und zu einfach nur mal rumliegen. Und auch mal nichts tun, wenn er mal halt keine Lust hat. Ich wollte Wäsche abgeben. Ja, nehm ich mal hin und nimm deine wieder mit. Danke sehr. Bitte. Tschüss. Tschüss. Also hier ist das so mit der Wäsche geregelt. Wir können die hier abgeben und die wird hier im Internat gewaschen. Aber ich nehme meine Wäsche meistens nach Hause mit und da wäscht meine Mama die.